Grüß euch und herzlich willkommen bei Uferlos, dem Podcast aus dem Pinzgau. Mein Name ist Stefan Waltl und mir gegenüber sitzt der Edo Rudi. Immer noch Stefan, servus. Servus Rudi, hallo Christi. So, jetzt haben wir unsere letzte Folge nach einem sehr langen, intensiven, arbeitsreichen Sommer. Und wie geht's da? Schon gespannt auf den Winter? Oder? Stefan, wir haben einen schönen Sommer hinter uns und hoffentlich einen schönen Winter vor uns. Ja. Und bis jetzt in der Theorie funktioniert alles. Ja. Okay, und wenn okay. Das dann in der Praxis zu 80% so ist, dann bin ich sehr zufrieden. Ja. Okay. Du hast jetzt 30 Leute im Seekämperrüm, im Restaurant im wir Sommer. Über 30 waren wir, ja. Im Winter werden wir reduzieren. Lower, ja. Genau. Und dann gehen wir auf die Skihütte auf. Ja. Auf die Skihütten auf, wir gehen auf die Mittelstation. Ja, Stefan. Ja, Rudi, jetzt haben wir uns 9 Folgen lang mit einzelnen Personen herumgehorgastelt. Und wir haben uns eigentlich ausgemacht, dass wir für die allerletzte Folge was Besonderes überlegen. Und dann haben wir beide lang nachgedacht, weil wir nicht so richtig gewusst haben, wer jetzt nachher der richtige Gast oder die richtige Gästin ist. Und dann ist mir was passiert, dass ich oft heuer im Sommer mit ein paar Freunden auf steinerne Meerüberquerung gemacht habe und habe in der Ingolstädter Hütten übernachtet. Und da habe ich einen gewissen Michael kennengelernt. Und der Michael hat mich dann plötzlich gebracht auf eine geniale Idee auf dem Bergabgehen. Da ist mir gedacht, warum sollte man nicht nur einen oder eine einladen, laden wir zwei ein. Und dann ja. Habe ich an Rudi meine Idee verzählt, dass wir die Steinerwirtinnen aus Lofer fragen könnten. Und hat der Rudi gesagt, das sind ja auch Gastronomen, die passen gut zu dir, oder? Ja, deswegen möchte ich mich gleich entschuldigen. Ich war jetzt die letzte halbe Stunde ein bisschen abwesend, weil ich so geflasht war, Stefan. Jetzt war ich sehr unaufmerksam dir gegenüber. Nicht, weil, optisch ist das natürlich die zwei Damen ein Highlight in uns ja, gegenüber, Stefan. Gott sei Dank. Ja. Das war eine sogenannte Win-Win-Situation, ja. Was wir jetzt haben. Nein. Und jetzt haben wir die beiden kontaktiert und jetzt sitzen, und die haben dann noch ein bisschen Bedenkzeit zugesagt, und jetzt sitzen zwischen uns die Lisa Maria Roos und die Julia Junger, und wir sagen herzlich willkommen bei Uferlos, herzlich willkommen im Restaurant Seekamp. Hallo, grüße, danke, schön, dass du da seid. Schön, dass wir da sind. Ja. Hallo. Hallo, an diesem genau. Wunderschönen Platz, wir sind ganz... Auch geflasht. Geflasht. Sie sind schön ist außerhalb vom unteren Sanachtal eigentlich. Sie sind also nicht geflasht von uns, sondern nein, von unserer Frisurenstelle. Frisur, was macht einfach sehr beruflich. Nein. Ja, herzlich willkommen. Erste Frage ist bei uns also ein bisschen ein Teil des ganzen Konzepts natürlich. Rudi ist der Gastronom. Ja, was darf ich denn zum Trinken bringen? Rudi, ich nehme gerne einen verlängerten. Na, sehr gerne, das können wir organisieren. Für die. Leitungswasser gerne. Also nur nicht Organics. So, okay, so, und jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen in die Tat umsetzen, weil ihr seid jetzt wahrscheinlich nicht sehr vielen Leuten bekannt. Und unsere Idee von dem ganzen Podcast ist ja das, dass wir Menschen, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, die nicht aus jeder Zeitung herauslachen, dass wir die so ein bisschen ins Licht holen. Jetzt starten uns natürlich ganz am Anfang natürlich eure Lebensgeschichte interessieren. Wir wissen von euch nicht so viel. Lisa Maria kenne ich ganz am Rand ein wenig. Wir haben ein bisschen beruflich miteinander zu tun beim Steinerwirt. Bei der Julia kenne ich die Familie, den Papa und die Mama, die ehemaligen Tannenhof-Wirte, Wirtsleute in Wolchen. Gell? Ich aus Biersendorf, Friedensbach, Entschuldige, um Gottes Willen, das ist ja nochmal Wolchen und Biersendorf und dazwischen, das ist der Gazastreifen, ich komme Friedensbach dazwischen. Das darf auch nicht sagen, jetzt okay. Das ist nicht politisch, nicht korrekt. Nein, du bist die Tochter vom Tannenhof. Darf ich mit dir anfangen? Lisa, ich hoffe, das ist okay. Julia, ja. Deine Lebensgeschichte. Ich bin die Julia. Sag mal da auch, wie alt das mal ist. Ja, darfst du sagen. Ja. Ich bin 32, ich bin ein Nachzügler der Tannenhof-Dirndln. Ich habe zwei ganz wunderbare Schwestern, die Martina und die Christine, die du auch sehr gut kennst. Natürlich. Und genau, da bin ich nach einer sehr langen Pause in der Zwischensaison nochmal irgendwie dazugekommen zu dem Clan. Und aber ist gar nicht so schlecht geworden, haben sie mir gesagt. Hat sich nochmal ausgezahlt. Also. Und ja, ich bin im Biersendorf groß geworden und bin im Kaprun in die Hauptschule gegangen. Und dann war es als Nachzügler in so einem Gasthaus in Biersendorf, für mich ganz klar, den Scheiß, den tue ich mir sicher nicht länger an. Ich gehe jetzt in ein Internat. Dann habe ich mal geschaut nach der Hauptschule, was für ein Internat, wo kann ich jetzt da hingehen. Dann habe ich mich in der HIP
beworben und in der Bruckerschule und sonst noch weiß Gott wo. Und dann war die Bruckerschule die einzige, wo ich keine Aufnahmeprüfung gebraucht habe, wo meine Noten in die Landwirtschaftsschule. Ah, okay. Und nachher bin ich da tatsächlich unter diese 300 Bewerber, die da gewesen sind, reingerutscht. Und nachher haben wir gemeint, jetzt haben wir einen kompletten Vogel. Gell? Jetzt ist alles Spaß. Meine größte Idee, ich muss jetzt in irgendein Internat. Und so, okay. Da haben sie mich dann auch ein bisschen Dings, weil ich mal in Birsendorf wohne und in Bruck im Internat, ist schon eigentlich schon ein bisschen ein Witz. Aber Hauptsache, ich war weg von daheim. Und würdest du Bayerin werden nachher oder was? Oder was war der Plan? Nein, vorher. Oder ist nur ums Internat gegangen? Nein, mir ist eigentlich nur ums Internat gegangen in erster Linie. Und ich war ein sehr faules Stück in der Schule und würde keine Aufnahmeprüfung machen. Okay. Aber es gab ja ein paar große Bauern in Friedensbruch. Ja, Nein, ich bin dann nach der Schule, hat es mich nach Großhalt gezogen und da habe ich mir dann schon gedacht, da konnte ich mir halt schon feststellen, dass ich Ortsbayerin von Großhalt werde. Aber dann bin ich Gott sei Dank wieder abgedriftet. Aber die Bruckerschule, das war gut, die habe ich gebraucht. Die hat mir einen... hat mir schon viel geholfen. Aber damals war es auch noch so, dass nach der zweiten Klasse haben sie die dritte Klasse quasi die zwei Klassen zusammengelegt und dann haben wir ein paar, zwar so natürlicher Verlust von ein paar Schülern, weil ein paar haben dann zum Lernen angefangen und so und dann haben sie halt am Anfang vom Schüler gefragt, okay, und bleibst du oder suchst du eine Lehrstelle? Und da war ja dann die zweite Klasse angerechnet fürs erste Lehrjahr in gewissen Berufen und dann haben wir gedacht, hat die Mama gesagt, Julia, mit der Schule, das ist jetzt auch nicht so dein Ding irgendwie, mach doch einen Lehrberuf und fang doch am besten in ein Hotel an, weil du hast immer einen Job. Und dann haben wir gedacht. Also doch, Gastro. Boah, okay, Mama, wenn du das sagst, ich gehe jetzt ins Hotel. Und dann habe ich mich halt beworben in verschiedensten Hotels. Da war auch noch meine größte Sorge, dass das Jahr weit genug weg von daheim ist. Ich habe nämlich relativ früh durch einen Zufall von meiner Schwester einer Überbuchung erkannt, dass ich ja daheim mit meinem Kinderzimmer eigentlich auch schon die ersten Logie-Einnahmen machen kann. Und am Anfang war das ein großer Schock für meine Schwester, mein Kinderzimmer an einen Busfahrer vermietet hat, aber nachher habe ich da schon relativ schnell gemerkt, yes, das können wir weiter da. Irgendwann hat es mir das natürlich auch getraut, aber am Anfang war es ganz, ganz lustig. Also weil die Martina hat ja nachher mit dem Berni den Hof übernommen. Genau. Und ja, ich bin dann nach Großal. Wo warst du? In welchem Hotel? Im Edelweiß. Grüße an die Familie Hettecker an dieser Stelle. Mein Lehrmeister, der Edelweiß Hans, bester Mann. Ja. Und habe da eine unfassbare Lehrzeit genossen. Die ersten drei Wochen werde ich nie vergessen. Ich habe jeden Tag geredet und habe mir gedacht, ich will einfach nur heim. Ich habe schon mit der Frau Direktor Winding telefoniert, ob ich nicht doch wieder in die Schule kommen kann, weil das ist mir einfach zu wachsen. Aber dann habe ich es relativ schnell gecheckt, wie es geht. Und, dann hast du das erste Mal nachher das Geld, den Lohn in Bar auszahlt gekriegt vom Sepp, oder? Ja, genau. Ja, der Sepp hat nämlich den Lohn, aber ich weiß nicht, was ich mir noch drüber, das glaube ich nicht, aber... Nein, jetzt nicht mehr, aber damals war das schon so, da braucht man einen Lohn, aber Anfang des Monats haben sich alle Mitarbeiter da vor einem Büro gestellt und wir haben nachher das in Cash ausgekriegt, was mir im ersten Lehrjahr tatsächlich im Februar zum Verhängnis geworden ist, weil da war ja die Rachküche, die Disco und alle Eigenkonsumationen sind halt alle aufgeschrieben worden und im Februar von meinem ersten Lehrjahr, Februar 2009, werde ich nie vergessen, bin ich was schuldig geblieben. Also, eine böse Zunge behauptet, dass der Sepp das bewusst gemacht hat. Dass das vielleicht die Idee war dahinter. Ja. Okay, da hat mein Lohn nicht mehr ausgereicht für meine Konsumationen in der Rachküche, aber... Du, ich habe auch noch im Yeti Schulden in Kaprun drum. Der Arthur und der Klaus haben immer wieder reingegangen am Samstag, Freitag, Samstag. Dann habe ich meine Schulden zahlt von der Vorwoche und dann habe ich wieder aufschreiben lassen. Und das ist so lang gegangen, immer mit aufschreiben und zahlen, bis die Yeti zugesperrt hat. Ja, und ich habe noch Schulden. Also Arthur, liebe Grüße, weil ich zahle nichts. Tausend viele Schilder. Ist verjährt inzwischen. Die Werbung hat gegeben. Ja. Und dann bist du in Großheil? Hast du dann fertig gelernt, oder? Ja, da habe ich fertig gelernt. Nein. Was hast du dann gelernt? HGA oder was hast du gemacht? HGA. Okay. Aber ich war einen Tag an der Rezeption, kurz vor der Lehrabschlussprüfung, haben sie gemacht, jetzt sitzen sie wieder an der Rezeption. Aber ich habe es trotzdem mit gutem Erfolg bestanden und war alles gut. Aber okay. Im Service, das war irgendwie mehr mein. So. Wir haben uns getroffen in Bad Gastein dann, im Miramonte. Ja, da war ich, dazwischen war ich noch mein Au-pair-Mädchen.
weil wir ins W in Barcelona wollten. Und wo ich mir gedacht, jetzt lerne ich Spanisch. Aber dann sind wir in Teneriffa, die ist mir dann auch relativ schnell die Kohle ausgegangen. Dann bin ich wieder in Großal gelandet. Also in Großal bin ich in meiner Karriere ungefähr auch noch dreimal gelandet. Okay. Das Dalmen hat mich nicht loslassen. Dalmental. Und in Nesslerhof, mein Hermann und mit der Dina habe ich dann noch bei Nesslerhof da am Anfang mit aufgesperrt. Und okay. Ganz innovativ, ja. Und dann bin ich nach Gastein gekommen, ins Haus Hirt. Ja. Da habe ich mich beworben als Assistentin der Geschäftsführung. Das war ein Rezeptionsleitungsjob eigentlich. Und dann hat die Evelyn zu mir gesagt, ob ich mich mit, wenn sie das hört, ich habe ja noch nie gesagt, ob ich mich mit Brotteil auskenne. Dann habe ich gesagt, nein, mit denen habe ich noch nie gearbeitet. Aber dass ich noch nie mit irgendeinem Rezeptionsprogramm gearbeitet habe, hat sie ja nicht gewusst, hat sie mich ja nicht gefragt. Ja. Ist nicht gelogen. Und dann habe ich da ein Bootcamp gekriegt an der Rezeption und ab dem Zeitpunkt war ich dann irgendwie, bin ich in den Rezeptionsjob da gerutscht. Okay. Das war aber die Vorstufen jetzt zu Lofa. Ja. Dann war ich in Miramonte, war ich dann als quasi ja, Direktorin, Direktionsassistentin. Genau. Ja. Und dann habe ich gekündigt, weil dann habe ich mir gedacht, genau, dann habe ich noch angefangen zu studieren. Sport- und Eventmanagement an der Privatuniversität Seeburg in Seekirchen. Mhm. Das war ein bisschen Lehrgeld. Das hat nicht so funktioniert. Aber dann habe ich in Miramonte gekündigt und habe mir gedacht, ich muss jetzt da nochmal weg, weil sonst bleibe ich da für immer. Und wie ich dann ausgeschrieben habe an meine ganzen Gäste, dass da jetzt Übergabe und das ist jetzt meine Nachfolgerin, dann hat mir eine Firma hat mir geantwortet, was ich denn jetzt tue, ob ich schon eine Idee habe, denn ich konnte ja bei ihnen anfangen. Und das war? Das war Planet Talk, die Sonja und der Maike aus Kolbermoor. Und da habe ich dann sofort zugesagt, weil das sind die Veranstalter von Adidas Infinite Trails. Mhm. Und die Adidas Infinite Trails war in dem Jahr das erste Mal in Gastein und mich hat diese Trailrunning-Szene so verzaubert und ich war so Dings und habe mir gedacht, das ist so eine geile Leute, das gibt es einfach gar nicht. Ich will da jetzt auch mit da logisch ist. Und bin dann, habe meine Sachen gepackt, bin nach Rosenheim übersiedelt und habe dann den Eventmanagement Job bei Planet Talk angefangen, da war ich dann ein Jahr, weil dann hat mir die Lisa schon geschrieben dazwischen, aber das war für mich nochmal echt wichtig, weil da habe ich so viele Sachen gelernt von der Organisation und diese Veranstaltungen, wie die funktionieren, das war schon nochmal, also Eventmanagement der absoluten Extraklasse. Also was wir da auf die Beine gestellt haben, ich habe mit denen nach New York fliegen dürfen und halt mit Adidas da durchs Land zu tigern. Ich glaube, es ist ja generell wichtig, Rudi hat ja auch viele Seiten, genauso wie ihr, wenn du mehr im Tourismus mehrere Seiten kennst. Ich fange jetzt an mit Reisebüro, wobei jetzt keiner von uns in einem Reisebüro gearbeitet hat, aber es geht vom Reisebüro los bis zum Zubringer, bis zum Logiegeber, bis zum Restaurant, Eventmanagement, Freizeitpark und so weiter. Wenn du mehrere Bereiche kennst in verschiedenen Ebenen, glaube ich, kannst du in der Branche gut realisieren. Ja, ja ich am Ende, okay. Sie haben aber gesagt, das lernen wir schon, was du da kennen musst. Sicher. Und am Ende habe ich ja das da, was ich eigentlich im Hotel auch da habe. Ich habe mich gekümmert, dass diese Athleten sicher, von A nach geht. B kommen und es irgendwo geht. Einen Schlafplatz haben. Und das war mein Job und nebenbei habe ich noch ein bisschen um Social Media gekümmert und habe halt da einfach jetzt Event mitgenommen, was drin ist, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, der Job jetzt da von sag ich mal, 9 bis 5 im Büro, das war auch nicht so mein Ding. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. Bist du halt so ein Dirndl von der Kopf? Ich muss halt anscheinend einfach unter die Leute und das war dann so. Und dann war ich echt, die ersten 2 Monate waren für mich der Wahnsinn. Weil da waren auch noch keine Events Anfang des Jahres und du hast so viel planen müssen und alles war neu und anstrengend. Und auf einmal schreibt mir nachher die Lisa im Februar. Sie hat eine Idee. Februar 2019. Ja, Februar 2019. Da machen wir jetzt den Switch dann, oder? Eine riesenlange Nachricht. Und meine Antwort war, Lisa, dich schickt der Himmel. So, und jetzt reden wir mal vom Himmel. Wir kommt die Lisa noch jetzt in das Geschäft? Lisa, du bist jetzt keine Biersendorferin oder Friedenssprecherin. Richtig, und ich komme auch nicht vom Himmel. Aber ich habe schon gehört, ihr redet beide sehr gerne. Jetzt sind der Rudi und ich fast ein bisschen ruhig. Das passt das immer, Stefan. Gut, dass wir mehr ruhig sind. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, Lisa?
Wir haben uns kennengelernt in Mama Tresel. Ah. Ich bin ja 2014 in Pinzgau gezogen. Fangen wir mal ganz vorne an. Nach Leogang und habe da Mama Tresel eröffnet. Ja, und wenn ich ganz vorne anfange, geboren bin ich 1982. Also ich bin schon deutlich älter als die Jule. Ich bin jetzt 42 geworden und bin in Deutschland geboren. Ganz oben in Bayern, in Unterfranken. Und meine Familie hat überhaupt nichts mit der Hotellerie zu tun. Meine Mama ist Bürokauffrau und mein Papa ist Lehrer. Aber meine Mama ist nebenberuflich Fitnesstrainerin. Mhm. Solange ich mich zurückerinnern kann, stand bei uns im Wohnzimmer immer ein Step-Aerobic-Brett und diese Kassetten mit irgendwelchen Aerobic-Queens auf dem Cover sind rauf und runter gelaufen. Und so bin ich in ihre Fußstapfen getreten und habe mit 15 Jahren meinen ersten Aerobic- und Bauchbeine-Po-Kurs unterrichtet. Das haben wir leider verschlafen mit zwei Schiffen. Bauchhobby. Und habe dann in Bayern mein Abitur gemacht, 2001. Und dann hat es mich rausgezogen in die weite Welt und habe mich natürlich als Fitness-Animateurin beworben bei der TUI. Und war dann zunächst für den Billigreiseveranstalter der TUI unterwegs. 1-2-Fly. Bei diesen Preisen muss man reisen. Und war mit 1-2-Fly 3 Jahre auf der ganzen Welt unterwegs. Portugal, Spanien, Griechenland, viel auf den Kanarischen Inseln. Und habe dann jedes Jahr den Plan gefasst, zurückzugehen in meine Heimat nach Würzburg und dort Journalismus, Sportjournalismus zu studieren. Und mit jedem, immer wenn es zum Einschreiben näher kam, habe ich gesagt, ich kann das nicht aufgeben. Ich liebe das Meer, ich liebe das Leben in der Clubhotellerie, meine Fitnesskurse, mein Team. Wir haben abends Shows aufgeführt auf der Bühne. Es war zu schön, um das aufzugeben. Und so habe ich immer wieder verlängert und habe dann eines Tages entschlossen, Tourismushotellerie zu studieren, und zwar an ein duales Studium an der Berufsakademie in Ravensburg, und die TUI Deutschland war mein Ausbildungsbetrieb. Das heißt, du sagst zwar, niemand von uns war im Reisebüro, aber ich habe 3 Jahre meine Praxisphasen beim Reiseveranstalter, bei der TUI verbracht. Da haben wir sehr eng mit dem Reisebüro zusammengearbeitet. Und aber auch das kann ich heute sagen, hilft mir enorm, da mal zu sehen, wie haben die den Hoteleinkauf gemacht, wie haben die Preise kalkuliert, wie hat so ein Riesen, ich meine, TUI Deutschland, einer der größten Reise- oder Tourismusunternehmen der Welt, wie haben die den Zugang zum Kunden gekriegt? Ja, und da habe ich dann auch viel gelernt und habe dann mein Diplom geschrieben in Ravensburg an der Berufsakademie. Das war 2006. Und dazwischen hast du aber immer noch auf die Kanaren gearbeitet, oder? Ja, genau. Das ist ein duales Studium. Also du bist 3 Monate in Ravensburg an der Uni und bist 3 Monate beim Reiseveranstalter. Da war ich die meiste Zeit in Hannover, wirklich in der Zentrale. Das war sehr eintönig für jemanden, der sonst am Meer oder in den Bergen arbeitet. Und aber immer wieder auch Praxisphasen im Ausland, vor allem Fuerteventura. Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, ihr seid jetzt so weit voneinander entfernt eigentlich, oder? Beruflich. Ihr habt euch da noch nicht gekannt? Nein. Oder noch gar nichts? Okay. Gar nichts. Und witzig, als ich jetzt hier reingekommen bin ins Seecamp und diese wunderschöne Kulisse hier wieder gesehen habe, musste ich ja daran denken, dass ich schon in dieser Zeit zwischen 2003 und 2006 das erste Mal in Zell am See war. Weil 1-2-Fly da immer zum Saisonopening in Zell am See jegliche Zimmerkapazitäten aufgekauft hat, um hier ein riesen Ski-Opening zu veranstalten. Kannst du da erinnern eigentlich an das Ski-Opening von 1-2-Fly? Ich kann mich da erinnern, ich habe jetzt immer nur diese Bilder im Kopf. Also das Kumpel. Das Kumpel jetzt. Wir haben ein kurzes Vorgespräch und seit es von der Rude wie beide ein bisschen klar denken. Leider haben wir ein bisschen ein Problem. Erzähl das bitte, ja, Lisa, dass die anderen auch nicht mehr denken können. Ich war jung, ich brauchte das Geld, ich war Fitnessanimateurin und damals hat dann 1-2-Fly Zentrale so ihre, was soll man denn sagen, ihre besten Pferde im Stall, haben sie alle einfliegen lassen nach Zell am See, ihr Ski-Opening, ich war noch nie in meinem Leben auf Skiern gestanden, brauchst du nicht. Und dann haben wir hier sehr knappe Outfits bekommen und wurden in diese verschiedenen Lokalitäten gebracht. Damals habe ich Crazy Daisy kennengelernt, die Baumbar, und da waren jeden Abend Veranstaltungen, in denen wir leicht bekleidet entweder Schnäpse unter die Leute bringen mussten oder in Käfigen getanzt haben. Ja. Und jetzt wisst ihr, warum der Rudi und ich nicht mehr denken. Es war eine riesen Gaudi. Einmal war ein riesen Schlussevent in der Eishalle. Da war Blümchen. Jasmin Wagner war da.
Das stimmt. Da war mein Konzert. Als Stargast. Stimmt. Mit der war ich Backstage und dann haben wir zu ihr im Hintergrund haben wir das so getanzt, ja. Das heißt, du warst damals in Zell am See und jetzt hast du damals die Julia kennengelernt. Nein. Natürlich nicht. Weil die Julia war ja im Internat. Das war zwischen 2003 und 2006, würde ich sagen. Dann warst du da? In der Brucker Schule. Da warst du in der Schule, ja. Du bist ein bisschen jünger bist, gell? Ja, und dann habe ich mein Diplom in der Tasche gehabt und dann stand man da und denkt sich, ja, jetzt beginnt mein nächster Lebensabschnitt. Clubhotellerie habe ich jetzt ja 6 Jahre lang erlebt. Was kommt jetzt als nächstes? Die haben mir in Hannover einen Job angeboten. Das wäre sicherlich auch, also war ein tolles Jobangebot, aber dann denke ich auch, Hannover? Oh mein Gott. Ja, habe ich jetzt Tourismus studiert, um in Hannover zu leben. Dann habe ich mich damals bei AIDA auch beworben. Und innerhalb der TUI waren mir natürlich die Türen offen gestanden für Robinson. Robinson ist der Premium-Club-Anbieter. Und dann dachte ich, bevor ich mich jetzt in den Ernst des Lebens stürze, warum nicht noch mal ein Jahr als Fitnessanimateurin für Robinson? Und hatte dann meinen Einsatz für Ägypten auch schon geplant, weil ich war einfach Beach Girl. Ich war immer da, wo die Sonne scheint. Und dann haben sie mir kurzfristig den Einsatz in Ägypten gestrichen und mich ins Unterengadin geschickt, in die Schweiz. Robinson Club Schweizerhof. Ich habe da oben angerufen und gesagt, ich gehe dahin maximal 3 Wochen. Nach 3 Wochen fliege ich nach Summer Bay. Was auch immer kommt, über den Winter in den Bergen. No, keine Chance. Und dann bin ich da angekommen. Um diese Jahreszeit, man schaut jetzt raus, die Sonne scheint, der Schnee ist auf den Berggipfeln, unter Engadin, diese tolle Kulisse. Und ich hatte den besten Clubdirektor, mit dem ich je zusammengearbeitet habe, Jean-Philippe Crivello. Es war ein sensationelles Team, es war eine tolle Stimmung in dem Haus. Und jeder hat mir gesagt, Lisa, wenn du den Winter in den Bergen noch nicht erlebt hast, dann hast du das Leben noch nicht gespürt. Wenn ich mich entscheiden müsste für den Rest meines Lebens Skigebiet oder für den Rest meines Lebens Beach, wir würden uns alle für die Berge entscheiden. Das Leben des Après-Ski, wenn du das nicht kennst, du hast was verpasst. Und dann habe ich mich da überzeugen lassen. Und bin das heißt, aus den 3 Wochen ist mehr geworden? Aus den 3 Wochen sind dann ja, fast 3 Jahre geworden in der Schweiz. Und ja, bin dann dort auch dann das erste Mal gewechselt nach dem Studium vom Fitnessbereich an die Rezeption. Bin da stellvertretende Rezeptionschefin geworden und dann Rezeptionsleitung und bin dann innerhalb von Robinson auch in ein Management-Trainee-Programm aufgenommen worden, in dem ich zur Clubdirektorin ausgebildet wurde. Ich war da die erste Frau und die jüngste Teilnehmerin, die jemals in diesem Managementprogramm drin war. Und dann haben sie mich nochmal weltweit in verschiedene Clubs geschickt, um mir die Ausbildung zu geben, also die Bereiche auszubilden, die mir noch gefehlt haben. Das war bei mir vor allem Food and Beverage. Musste natürlich in die Küche, an die Bar, in die Restaurants. Und hätte dann auch meinen ersten Einsatz bekommen als stellvertretende Clubdirektorin im Robinson Club Nobilis in der Türkei. Und habe dann damals für meinen damaligen Freund, der sich keine Zukunft bei Robinson vorstellen konnte, nach insgesamt 12 Jahren die Clubhotellerie verlassen. Er ist nämlich, ich hatte ihn damals in der Schweiz kennengelernt, er wollte wieder da ins Unterengadin. Und dann habe ich geschaut, was es da neben Robinson noch für Jobmöglichkeiten gibt. Und da gibt es das kleinste 5-Sterne-Haus der Schweiz, das Hotel Paradies in Ftan, 18 Punkte Gourmand, 3 Michelin-Sterne haben die damals gekocht, 5 Sterne. Und dann habe ich mich da beworben und habe da einen Job gekriegt als Rezeption und Reservierungsleitung. Und bin nach 12 Jahren Clubtanz, Shows und leicht begleitet an irgendwelchen Käfigen dieser Welt ins kleinste 5-Sterne-Haus der Schweiz. Ja. Und da hast du richtig für uns Männer natürlich schade, weil ob du so bist im Leben an so einem Scheideweg, musst du dann den Käfig gegen das Management austauschen. Und ich glaube, du hast das sehr gut gemacht, die Entscheidung. Ja, schön. Und ich denke mir im Nachgang oft, ich meine, ich liebe, also bis heute, das Robinson-Leben, das war genau mein Leben, die Shows am Abend, dieses Lockere mit den Gästen an den schönsten Flecken dieser Erde. Das ist schon ein toller Lifestyle gewesen, aber ich habe da einmal in 12 Jahren alles mitgenommen, was ging. Und das, was ich in so einem 5-Sterne-Haus gelernt habe, das hätte ich bei Robinson nie lernen können. Ich hatte eine ganz tolle Direktorin, Frau Maike Bambach, die hat in Asien viel gearbeitet, auch in Hamburg, in 5-Sterne-Häusern.
Und die hat es auch geliebt, dass ich keinen Stock im Arsch hatte, im Gegensatz zu allen anderen Mitarbeitern in dem Haus, dass wir einfach auf eine ganz offene, ehrliche, lockere Art uns um die Gäste gesorgt haben. Auch die Gäste haben das geliebt und ich habe da nochmal richtig viel gelernt. Mhm. Und jetzt, um den Kreis zu schließen, eine sehr gute Freundin von mir, die aus Österreich in die Schweiz ausgewandert war, hat sich dann verlobt, während ich in dem Fünf-Sterne-Haus war. Und ihr Verlobter in Zürich hat ihr den Heiratsantrag gemacht in Zürich. Und sie hat dann gesagt, ja, ich heirate dich, aber unter einer Bedingung, die Hochzeit findet in meiner Heimat statt, im Pinzgau, auf der Huvisalm, im Priestereck in Leogang. Sie ist nämlich geboren in Saalfelden und für sie war, seit sie ein kleines Mädchen war, Maria Kür, die Tochter vom Hans Kür, der das Enjoy am Ritzensee gegründet hat. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Aber wieder Fitness übrigens, oder? Wieder Fitness, natürlich. Deswegen waren wir gut miteinander, die Maria und ich. Wir waren beide in der Fitnessszene. Sie hat in Zürich Pole Dance Fitness unterrichtet mit der Daniela Baumann. Ja, und sie hat geheiratet und hat mich natürlich eingeladen. Und das war der Grund, warum ich das erste Mal in Pinzgau gekommen bin, als Gast auf der Hochzeit von der Maria Kür im Bergdorf Priestereck. Und jetzt, so gut wie ich die Renate kenne oder vermute, wird die ich wahrscheinlich dann gleich einkassiert haben. Noch an diesem Abend, genau. Ich war da, das war eine wunderschöne Hochzeit, das war eine traumhafte Veranstaltung. Ich habe der Renate gleich mein ganzes Leben erzählt und habe ihr gesagt, wie sehr ich sie bewundere für diese tolle Location und wie toll sie diese Hochzeit organisieren. Und ja, Chapeau. Und ich erzähl dir noch eine Zwischenfrage. Bist du da mit der Renate auf diesen Ringen gehängt, was da so gibt's? Ungefähr, genau. Ja, das macht die Renate. Also, ja. Das war einfach ein Match. Das war ein Match. Weil jetzt muss ich dazu sagen, dein Leogang, da brummt natürlich generell der Bär, ja, weil das ist ja jedes Hotel, was da drinnen ist und auch am Berg drum, was da inzwischen abgeht. Also das ist ja, schaut ja jeder Pinzgauer, schaut gerne rüber nach Leogang, weil das ja hoch, richtige Gastgeber sind. Ja, und jetzt passt natürlich die Gastgeberin ins Priestereck, oder? Ja, also wir haben dann an dem Abend recht viel gequatscht, aber ich habe das alles nicht für ernst genommen. Ich hatte meinen Freund in der Schweiz, ich hatte meinen Job dort, ich hatte meine Wohnung. Und dann hat aber die Braut, die Maria, als sie dann ihre Rechnung beglichen hat, haben Huvi und Renate ihr nochmal gesagt, bitte, bitte stell uns den Kontakt zu dieser verrückten Blondine her, die auf der Hochzeit war. Wir haben nämlich Pläne und wir brauchen die. Und dann hat die, Maria mich auch nochmal kontaktiert. Gesagt, Lisa, ich glaube, du musst da nochmal vorbei. Dann habe ich mit dem Huvi lange telefoniert. Dann hat er gesagt, kommst nochmal vorbei. Und dann bin ich tatsächlich nochmal hier rüber gefahren und dann haben sie mir das ganze Chaletdorf gezeigt und dann haben sie mir unten gegenüber von der Assitzbahn eine grüne Wiese gezeigt und haben gesagt, und da bauen wir das Mama Dresel. Und da kannst du wohnen und dieses Hotel kannst du dann leiten und führen und eröffnen. Ja, und das denkst du erst, das ist ein Traum, oder das kann ja nicht jeder, ja, hier ist eine grüne Wiese, aber da bauen wir ein Hotel. Aber genauso wie die das damals mir erzählt haben, genauso war es dann ein Jahr später der Fall. Das war im September 2013 und im Juni 2014 bin ich umgezogen. Da war eine riesen Vollbaustelle und am 29. November 2014, also jetzt knapp vor 10 Jahren, haben wir dann das Mama Dresel eröffnet. Mhm. Mein damaliger Freund ist mit mir mitgekommen, der ist ja Südafrikaner. Der hatte seine Schwestern mit dabei, falls ihr euch erinnert. Die haben dann immer so Dreier-Trapeznummern über der Bar gemacht, am Vertikaltuch, über meine Robinson-Kontakte sind die DJs alle ins Mama Dresel gekommen. Wir haben da das DJ-Clubbing organisiert. Also ist alles genauso gekommen, wie ich das im September 2013 beim ersten Gespräch mit dem Huvi uns überlegt hatten. Genauso haben wir das dann im Mama Dresel in die Tat umgesetzt. So, und jetzt wieder zurück zu Julia. Kanntet ihr euch jetzt das derzeit, oder? Nein, noch nicht. Immer noch nicht. Aber dann im Mama Dresel haben wir ja die verrücktesten Dinge veranstaltet und da haben wir mal ein Hotelier-Camp veranstaltet, weil viele Hoteliers haben ja Spionage betrieben bei uns im Mama Dresel. Und dann hat der Huvi gesagt, sollen wir das nicht einfach mal öffentlich machen und einmal für alle, dass wir nicht jeden Tag die gleichen Fragen beantworten müssen. Wir machen so ein Hotel-Workshop, wir laden unseren Social-Media-Manager ein, wir laden unseren Architekten ein. Huvi, Renate, Lisa sind da und wir machen so einen kleinen Workshop. Und da hat dein damaliger Chef dich hingeschickt. Genau, ich war in Miramonte und dann hat, ich weiß gar nicht, ob ich das der Evelyn geschickt habe oder sie mir, oder keine Ahnung, auf alle Fälle bin ich dann da gelandet und dann
habe ich die Lisa in Mama Dresel an der Bar getroffen. An der Stange. Nein, das war lange mit der zuvor. Mit der Moskau Mule in der Hand. Ja, mit der Moskau Mule. Noch bloß ja. Legendärer Whisky-Verkostung. Okay, das ja, so. Wir sind da, ich meine, da waren natürlich viele, ich meine, die österreichische Hotelierszene kennen wir ja auch. Das sind ja viele Generationsbetriebe und immer oft vom Eigentümer geführt. Die Julia war in Miramonte keine Eigentümerin, ich in Mama Dresel nicht. Wir waren zwei junge Mädels, die im Angestelltenverhältnis das Hotel geleitet haben und da war gleich eine Connection. Und kurz danach, das war ja auch im Oktober, hatten wir in Mama Dresel unsere Saisonpause und Miramonte hatte noch eine Woche länger geöffnet. Stimmt, ja. Ja, und ich war mit der Viola damals in der Zwischensaison im Telefondienst und wir haben noch was gesucht, wo wir am Wochenende nochmal uns einbuchen könnten. Und dann sind wir kurz danach ins Miramonte gefahren, um die Julia dort zu besuchen und eine kurze Auszeit in Bad Gastein zu erleben. Okay, und jetzt hat irgendwann einmal Major L sich gemeldet, oder? Naja, dann habe ich ja die Branche gewechselt. Also du warst in der Eventbranche dann? Und dann... Wobei ja das ja auch eine Verbindung ist, oder? Ja, aber das hatte ich ja gar nicht mitbekommen. Also unser Kontakt war damals nicht so eng, dass wir uns wirklich viel geschrieben hatten. Wir haben uns da besucht. Ja. Und da habe ich jetzt aber... Für welchen Jahr reden wir jetzt? 20? 2018. Okay. Ja, im November 2018 war ich in Miramonte. Ja. In eurem letzten... Ja. Genau. Und dann habe ich während meines Aufenthaltes in Miramonte einen guten Freund von der Julia kennengelernt, der mich danach immer wieder treffen wollte. Komm, wir haben nicht bügeln. Wir haben nicht vorhalten. Geschäftlich. Irgendwann habe ich dem dann zugestimmt und dann hatten wir ein Date im Cool Mama in Salzburg. Und dann auf diesem Date habe ich natürlich gefragt, oh, hast du mal wieder was von der Julia gehört, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, ja, das glaubst du nicht, die Julia ist nicht mehr in Miramonte. Die arbeitet jetzt für eine Eventagentur und das konnte ich überhaupt nicht glauben. Weil bei mir hatte sich in der Zwischenzeit ja auch viel getan. Ich bin im Mama Dresel abgeworben worden von einem deutschen Unternehmer, Rüdiger Veit, der die Deutsche Popakademie in Deutschland führt, seinen Zweitwohnsitz am Pillersee hat und in Lofa zwei Immobilien gekauft hatte. Das große Schloss, Grubhof und auf der Loferer Alm das Haus Gertraud in der Sonne. Und der unbedingt mich haben wollte, um in diesen beiden Locations wunderschöne Hotels zu eröffnen. Was heißt da Grubhof? Schlossgrubhof. Also Schlossgrubhof, wo es zum Campingplatz umgeht. Ah, okay. Und ich habe mir das... Das gehört am Deutschen. Das gehört am Deutschen, also, ja. Entschuldigung, okay. Also der hat das kurz vorher gekauft. So 2018 ungefähr, schätze ich mal. Und dann hat er immer mit seinem Porsche, ist er vor Mama Dresel vorgefahren, hat sein Espresso getrunken, hat mir jedes Mal seine Visitenkarte dagelassen, ob ich mir nicht mal das Schloss anschauen will. Und das wäre so sensationell, wenn ich da mit ihm gemeinsam einen Hotelbetrieb zum Laufen bekomme. Und wir haben da ein Jahr lang immer wieder herumgesponnen, was man da machen könnte. Er kam aus der Musikbranche, wir hatten 1000 Ideen, was man aus diesem Schloss mit einem kleinen Tonstudio und. Und irgendwann habe ich gesagt, mich macht das wahnsinnig, diese Unsicherheit. Ich bin hier Mama Dresel und wir planen da verrückte Dinge. Wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen. Wir fällen jetzt eine Entscheidung, machen wir das oder nicht. Dann hat er mir ein konkretes Jobangebot gemacht mit einem Gehalt, das ich nicht ausschlagen konnte. Dann haben wir mit Huvi und Renate gesprochen und habe gesagt, Leute, jetzt bin ich 5,5 Jahre Mama Dresel. Ich kriege da eine Chance, nochmal was Neues aufzusperren. Ich brenne, ich bin voller Ideen. Ich mache das. Und habe dann gesagt, ich mache noch ein Jahr Mama Dresel und dann ziehe ich um nach Lofa. Und dann hat mir unser gemeinsamer Freund erzählt, dass die Julia nicht mehr in Miramonte ist. Und ich habe ja händeringend jemanden gesucht, in dessen Hände ich das Mama Dresel übergeben könnte. Ich wollte ja mein Baby Mama Dresel einfach in guten Händen wissen. Und wen gibt es, der so ein leidenschaftlicher Gastgeber ist? War die Julia die Einzige, die das auf dem gleichen Level irgendwie gemacht hat, die das nicht als Job sieht, sondern als ihre Passion, als ihr Leben, sich um die Gäste zu kümmern und gute Laune zu versprühen. Und dann habe ich der Julia erzählt, du glaubst es nicht, das und das und das ist passiert, ich gehe weg aus dem Mama Dresel, das konnte sich ja niemand vorstellen, und mein Job wird frei und hast du nicht Bock, das zu übernehmen? Und jetzt, Julia? Dann habe ich gesagt,
wir müssen uns treffen. Und dann war aber für mich ganz klar, dass ich den Job im Amadresel natürlich nicht antreten werde, weil ich mir gedacht habe, immer so hohl kannst du nicht sein, du kannst dich doch nicht noch da. Für mich war die Lisa Maria Roos der heilige Gral aus der Branche. Die können mir gleich ins Knie schießen. Nie im Leben sitze ich mich noch der ins Nest. Das geht nicht gut, keine Chance. Aber viel geiler ist doch, wenn sie jetzt nach Lofa geht, muss es ja was noch Geileres geben. Ich gehe mit dir nach Lofa. Bin ich bis jetzt immer nur durchgefahren, aber scheint anscheinend nett zu sein. Die Lisa schätzt sie so ein, dass sie das super gut überlegt hat. Und ich habe mich überhaupt nicht so gut informiert vorher und habe einfach gesagt, wir haben uns dann bei Toms Hütte getroffen, einmal die Lisa mir das alles erzählt. Und dann hat sie mir vom Haus Gertraud erzählt. Und dann habe ich mich schon da gesehen. Jeden Tag da oben am Berg und Hüttenwirtin. Und es war so 100% meine Identität, die ich da gesehen habe. Das heißt, es ist am Anfang nicht ums Schloss gegangen, sondern es ist gleich ums Gertraud gegangen? In meinem Fall irgendwie schon. Das war dann irgendwie so, die Lisa war so beim Schloss irgendwie hängen geblieben und ich beim Haus Gertraud. Und das war eigentlich dann auch ganz praktisch, dass dann da auch zu zweit irgendwie... Wow. Und dann habe ich mein Vorstellungsgespräch beim Rüdiger gehabt und dann ab dem Zeitpunkt sind wir dann einen Sommer lang die Lisa aus Leo gegangen und ich von Rosenheim zu jeder erdenklichen Uhrzeit am Billersee gebilgert, um zu brainstormen. Und ja, irgendwann beim Brainstormen ist mir dann habe ich mir gesagt, jetzt schaue ich mir das da oben mal an. Und dann bin ich jetzt um die Jahreszeit irgendwann mit unserem Architekten, dem Martin Schminnerer, da aufgefahren, auf die Loferalm. Und da waren alle Hütten zu, aber es waren überall waren irgendwie Leute unterwegs. Und ich habe dann zu Martin gesagt, geil war, wenn wir jetzt da Bier verkaufen könnten. Ja. Und dann hat er gesagt, gute Idee. Und dann habe ich gesagt, okay, was tun wir jetzt? Dann hat er gesagt, ich fahre zum Rüdiger, du fährst zur Lisa. Ich sage, okay, passt. Und dann sind wir runter, jeder in seine Richtung ausgeschwärmt. Und dann habe ich der Lisa im Amadresel an der Bar den Vorschlag unterbreitet, dass wir doch da jetzt ein bisschen was ausschenken konnten. Im Winter zumindest. Also im Herbst, das war dann nicht viel zu kurzfristig, aber im Winter kennt man ja schon ein bisschen was da ein. Wir wissen ja nicht, wie es in Lofer überhaupt der Skibetrieb ist. Und dann hat die Lisa natürlich gleich gesagt, sensationelle Idee. Und dann ist es losgegangen. Dann haben wir uns das überlegt. Dann hat das Kind einen Namen gekriegt. Warm-up Gertraud in der Sonne. Immer geöffnet, wenn die Sonne scheint. Genau, ja. Für Music, Lifestyle und Drinks. Und da habe ich immer so schwer getan, sage ich dir jetzt gleich dazu, weil du hast zu mir gesagt, ich sollte die Öffnung, weil wir kennen uns ja ein bisschen aus meinem Google-Geschäft, und sie hat dann zu mir gesagt, ich sollte das bei den Öffnungszeiten so reinschreiben, weil es immer, wenn es Schivette ist, sollte es bei Google geöffnet sein. Da sage ich, das muss ich jetzt nur Google noch beibringen. Da tue ich mir mit deinen Öffnungszeiten leichter, wo ich... Ja, immer wenn die Sonne ist. Immer, ja, genau. Wenn die Sonne scheint. Ja. Ja, wir haben ja nur die Terrasse gehabt. Drinnen war ja, also das war ja mehrere Jahre nicht in Betrieb und es war schon der Umbau komplett geplant ab April. Das war ja die beste Marketing-Idee, da im Winter schon sich raufzusetzen und mit großen Bannern den Leuten zu erzählen, ab April passiert hier der Umbau und ab Dezember 2020 rockt Gertraud wieder. So haben wir es ja gesagt und haben dann Ideen rausgehauen, Gewinnspiel, deine lebenslängliche Gertraud Flatrate. Was wünschst du dir von der neuen Gertraud? Konnten sie reinschreiben. Wir haben da so viele Haus-Gertraud-Stammgäste in diesem Winter kennengelernt, die uns alle ihre Geschichten erzählt haben. Die Skilehrer haben uns ihre alten Gertraud-Geschichten erzählt. Und vor allem haben wir so ein bisschen das Lofer-Feeling gekriegt. Ich meine, ich kam aus Leogang, die Julia eigentlich local. Ich meine, wenn du dir damals überlegt hättest, dass du 5 Jahre später mit einem Local liiert wieder da oben sitzt, also wie die Geschichte jetzt ausgeht, ist ja einfach der Wahnsinn. Na, es war ein super Winter. Ja. Vor allem war der Winter auch gut, nicht nur, dass wir uns an Lofer gewöhnen, sondern dass die Loferer auch sich an uns gewöhnen können. Weil, wie ihr vielleicht vorstellen könnt, war das jetzt für Lofer auch ein neues Erlebnis. Unsere Teamkleidung waren silberne LS-Skijacken, rosarote Bommelmützen und um 7.30 Uhr waren wir so gut gelaunt. Das war für viele Loferer erst einmal ein Schockmoment. Good morning!
an der Gondelstation, da haben schon alle die Ohren klimpert und dann haben wir immer so ein Battle gehabt in der Gondel, wer die Gäste am meisten voll quatscht, dass die uns dann auf der Terrasse besuchen. Also meistens sind wir getrennt in der Gondel gefahren, damit wir so viel wie möglich... Gorilla-Marketing. Ja, Gorilla-Marketing haben wir perfektioniert. Die Grüße gehen raus an Willi Leitinger. Unsere Gertraud Rockt-Sticker waren in jeder verfügbaren Gondel, die nur vor allem in Welt zu bieten. Aber Gorilla-Marketing haben später dann auch. Ja, stimmt. Na, aber das ist so, hauptsächlich auch gegeneinander gewöhnen müssen oder miteinander aneinander gewöhnen müssen. Es war unser Bootcamp, gell? Weil bei Schneeschaufeln, Fritteusen putzen, das muss man auch dazu sagen, ich meine, wir sind ja beide keine Kochgenies, ich meine, der Papa, Paul, hat mir das Gehen leider nicht so überlassen mit dem Kochen. Das heißt, wir haben überlegt, was ist ein Gericht, was wir beide schaffen können. Pommes mit Trüffelmayo. Und aber das haben wir perfektioniert aufs Letzte. Mit unseren Pommes sind wir in Lofer berühmt geworden. Und es ging ja auch nicht darum, die Leute zu verköstigen, sondern aufmerksam zu machen, dass da wieder was passiert. Aber irgendwas hat man braucht. Aber natürlich, so wie meine Mama hat am Anfang gesagt, Julia, nur Pommes, macht halt nur ein paar Würstchen oder so. Nichts, es gibt nur Pommes. Und aber natürlich, das nur Pommes, ich meine, nur Pommes waren da einfach Pommes, was irgendwer machen hat müssen. Ja. Gell? An jedem Wochenende gefühlt war entweder irgendwer von unseren Friends oder die Mama Anni da oben und hat Pommes frittiert, weil wir es auch zu zweit geschupft haben. Ich habe das alles zu zweit gemacht, das war so viel. Morgens früh, einer hat die Klos geputzt, einer hat die Fritteuse geputzt. Dann haben wir unsere ganzen Terrassenkrempe aufgebaut, weil das waren ja alles Dinge, die man nicht über Nacht draußen stehen hat lassen können. Mhm. Das haben wir jeden Tag auf und abgebaut. Das war ja eine wunderschöne Lounge, das war alles war cool. Wir haben halt ab und zu ein bisschen Support gebracht. Aber jetzt muss ich was fragen. Ich war jetzt, glaube ich, ein einziges Mal in Lofer Skifahren drum. Das ist jetzt nichts Großartiges. Das ist nice, ja, aber das ist jetzt nichts Großartiges. Aber das Skigebiet ist ja sehr familienlastig und das ist jetzt ja nicht die Partyzone à la Ischgl. Mhm. Habt ihr da drum Party gemacht mit den Familien oder was ist es dann da gewesen? Na, also Party ist ja relativ, aber in Lofer ist, glaube ich, ja noch nie ein Hausbeat gelaufen auf irgendeiner Terrasse. Ja, genau. Und wir haben halt Boxen raus und haben meine Mama Tresel-Musik, DJ Charlie, gespielt. Und am allerersten Tag hat uns der Willi Leitinger gleich gesagt, Lisa, du bist nicht mehr im Schickimicki-Skigebiet. Dreh die Musik nicht so laut auf. Ich hab's also komplett das Skigebiet Loferer Alm beschalten. Nein, Wien ein bisschen schwierig und dann war es halt so laut. Und der Wilfried Hasler war da und das war halt, haben wir halt ein bisschen beim Soda Casa noch unsere Musik gehört. Aber es. Dabei hat es einen Landeshauptmann wahrscheinlich taugt. Wir haben uns schon gut dann akklimatisiert. Also es war und die ganzen, es gibt ja auch junge Leute in Lofer, die haben es natürlich gefeiert. Die sind alle zu uns gekommen, ich habe schon mal aufgelegt und vielleicht braucht er mal einen, der mal am Wochenende ein bisschen auflegen könnte. Und wir haben die ersten Geburtstagsfeiern von Einheimischen da oben organisiert. Und jetzt nach ein paar Jahren ist eigentlich Lofer das Ibiza von Binz geworden. Also, so richtig. Endlich. Ja. So, jetzt war der Winter vorbei. Oben. Jetzt wäre der Plan gewesen, Corona nach unten zu gehen und dann kam Corona. Genau, auf das würde jetzt aussehen. Ja, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass die Entscheidung auch ohne Corona so gefallen wäre. Der Rüdiger, der deutsche Investor, dem ist der Arsch auf Grundeis gegangen, kurz vor Baubeginn, weil es ist einfach eine Riesenangelegenheit. Ich meine, das müssen wir uns allen nicht erzählen. Wir kommen aus der Branche. Wie kriegst du deine Mitarbeiter da hoch am Berg? Wie kriegst du deine Wäsche da hoch? Wie kriegst du deine Lieferungen da hoch? Wie kriegst du die ganze Baustelle da hoch? Und noch eine Frage. Ist da gleich der Lift daneben gewesen? Oder habt ihr? Ja, genau, gleich also daneben. Das ist natürlich dann schon gut. Ich habe Kollegen am Berg oben, die müssen täglich die Mitarbeiter shutteln von der Station, plus natürlich die ganze Frischware, wo du dann ein oder zwei Skidos brauchst, Fahrer und so weiter und Gefahr jeden Tag mitfahrt, gell? Ja. Das ist dann schon rauf und mir war das Glück, dass ich gleich neben der Gondel bin, das macht vieles, vieles einfacher, ja. Aber es ist trotzdem, der Aufwand ist Berg wahrscheinlich mal zwei. Ja, vor allem in der Größe war es halt einfach, gell? Der Umbau, der war ja 100 Bitten. Also ja, das ist dann. Ja, und dann, ich meine, auch zur Anreise, die müssen ja pünktlich mit der Gondel eigentlich anreisen. Also es waren einfach wirklich viele Dinge, aber er hatte mit Julia und mir zwei Profis. Wir hätten da schon
organisiert bekommen. Also wir haben meines Wissens auch an alles gedacht. Und wir hätten das auch gemacht. Wir waren motiviert. Gemacht. Wir hätten das aber ihm ist der Arsch auf Grundeis gegangen. Und er hat schon im Februar uns mitgeteilt, dass er es nicht bauen wird. Schön, Lisa, dass du Mama Tresel gekündigt hast, dir eine Eigentumswohnung in Lofa gekauft hast. Schön, dass ihr jetzt hier 3 Monate jedem erzählt habt, Gertraud rockt wieder, aber sie rockt erstmal nicht. Und dann kam auch noch der Lockdown und dann standen wir beide in Lofa ein bisschen auf der Straße und waren wirklich wieder bei ganz null. Wie geht's jetzt weiter? Ich habe schon meine Bewerbungsunterlagen das Papaya Playa Project nach Tulum, Mexiko geschickt. Da war ja, sehr schön Tulum. Ja, ja. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir gedacht, jetzt haben wir 2 Jahre lang uns mit dem Thema Lofa auseinandergesetzt und glauben daran. Und der Winter in Lofa hat uns eigentlich bewiesen, dass da Nachfrage da ist und dass es passt, dass es mit uns beiden passt, dass es mit Lofa passt. Wir waren dann beide auch verliebt in Lofa. Also im Lofa-Lover. Hashtag Lofa-Lover. Genau. Also nicht nur in den Ort, sondern auch noch in Lofara. Lofara. Und dann haben wir gesagt, und dann haben wir die ganzen Lofara auch zu uns gesagt, hier stehen noch so viele Immobilien leer, macht es doch einfach euer eigenes Ding. Und weil Lofa ist ja ganz witzig, gell? Durch Lofa fährt man ja selten durch, weißt du, durch die Umfahrung gestoßen, da beim Hotel Dax draußen, du kommst eigentlich vorbei, aber wenn du mal nach Lofa reinfährst, das ist ja ein ganz liebes Dorf. Ja? Und jetzt seid ihr da in dem Cento. In dem lieben Dorf. Von dem lieben Dorf. Es ist wirklich wunderschön und jeder, der da reinfährt, verliebt sich in diesen Ort und diesen Ortskern, diese Idylle und die Berge, die du in jede Seite siehst, in jede Richtung. Und dazu aber ganz viele Einheimische. Ich habe ja auch Freundinnen in Saalfelden über meine Enjoy-Geschichte, über die ich überhaupt hierher gekommen bin. Die sagen alle, Lisa, das gibt's nicht. Durch dich, Deutsche, kommen wir jetzt das erste Mal nach Lofa. Wie wunderschön ist das? Ich bin mir bin das erste Mal nach Lofa eigentlich immer wegen der Julia. Ich habe 3-4 Jahre in meiner ersten Zeit bei der Selbstständigkeit habe ich meinen Steuerberater in Lofa unten gehabt. Ja, deswegen bin ich öfter weggekommen nach Lofa. Ja, und dann habe ich unseren König kennengelernt. Nicht? Also hast du wechseln müssen. Unseren Steuerberater. Ja, sonst bin ich da unten gewesen, die ersten 4 Jahre. Bei wem warst du? Seppo. Niederberger. Niederberger, ja. Genau hast du. Ja, genau. Ja, genau. Da war ich. Super, super Typ überhaupt. Super, ja, ich habe nicht gewechselt, weil es mir nicht gefallen hat. Das ist so. Es war unser bester Freund, ist dann auch Steuerberater geworden. Ja, dann soll er eh kassieren. Dann soll er eh kassieren, ja. Dafür muss ich jetzt die Weihnachtsfeier ausrichten. Ja. Also das kostet ja mehr Arme, wie er viel Geld. Genau. Ja, zurück zu euch, entschuldige jetzt. Da stehen da unten, das ist wirklich so, da stehen natürlich einige Gebäude sind leer gestanden oder stehen auch, glaube ich, noch immer leer in Lofa drinnen. Passiert jetzt mehr, ja. Und jetzt habt ihr plötzlich Wind bekommen davon. Genau, dass der Steinerwirt nicht betrieben ist in dem Moment. Ja. Und das Haus ist ja ein traumhaft, 1606 gebaut und wurde 2008 grundsaniert. Also das stand in einem Tip-Top-Zustand da und hat wohl aber danach nicht so funktioniert. Also die, die das betrieben haben, die haben wohl die Pacht nicht zusammenbekommen und der Besitzer konnte dann deswegen seine Investition nicht zurückzahlen und dann haben sie einen neuen Käufer gesucht. Und der jetzige Besitzer kam einfach aus einer anderen Branche, hat das Haus gekauft, weil er Loferer ist und hat es nie wirklich betrieben. Und der hat sich dann gefreut, als wir angeklopft haben und gesagt haben, wir wären jetzt da und wir würden den Laden jetzt pachten. Und wir haben uns das Haus angeschaut und es war halt nicht wirklich unserem Stil entsprechend, aber es war in einem Tip-Top-Zustand. Und dann haben wir eigentlich Hals über Kopf Nägel mit Köpfen gemacht, noch im Lockdown eine Firma gegründet und dann dem Ding auch einfach mal so ein bisschen den Lauf gelassen. Genau das, was wir eigentlich davor, war immer das Gegenteil unter unserem vorherigen Chef. Da wurde ja alles bis ins kleinste Detail durchgeplant. Und wir haben einfach gesagt, jetzt machen wir mal. Und jetzt schauen wir mal, das, was uns gar nicht gefällt, ändern wir im Haus und so nach und nach. Und dann ist genau das passiert, was dann passiert. Es kamen genau die richtigen Kontakte um die Ecke. Ein alter Freund von mir, der viel Ahnung im Interior-Bereich hat. Sein Messebauer war im Lockdown
arbeitslos, weil keine Messen stattgefunden haben. Der konnte uns dann da drin die Badezimmer umbauen. Eine ehemalige Robinson-Freundin von mir hatte einen unglücklichen Job in Fieberbrunn gerade angenommen. Ihr Freund ist Spanier und Koch. Dann kam der als Küchenchef. Also so hat sich dann einfach eins zum anderen. Eins nach dem anderen. Und also viele fragen uns jetzt im Nachhinein, Wahnsinn, wie habt ihr euch dieses Konzept ausgedacht? Und wir haben die Dinge ehrlich gesagt einfach geschehen lassen und allen ihre kreative Freiraum gegeben. Also wir haben halt auch alle beglückt mit unserem Projekt. Also wir haben halt einfach viel herum erzählt und jeden durch die Baustelle geschleppt, den wir gesehen haben, und jeden das erzählt, was wir da vorhaben. Und das hat sich halt einfach auch rumgesprochen, glaube ich. Und das war... Wir haben ja während der Baustelle, wir haben ja dann die Firma gegründet, und dann nach dem ersten Lockdown im Sommer, wo wir wieder aufsperren haben dürfen, haben wir uns gedacht, im Haus Gertrud, das hat so super funktioniert, unser Warm-up, wir dann das jetzt nochmal, vor Glühsommer hat es geheißen, unser Gericht war wieder Pommes mit Trüffelmayo, dieses Mal ein Upgrade, man hat sich Salz aussuchen können mit Paprika oder mit Rosmarin-Zitronensalz. Das hat die Mama in die Verzweiflung gebracht, diese Neuerung. Und es gibt aber eine zweite Neuerung auch noch. Es gibt ja diese Den Frozen-Joghurt-Markt haben wir bereichert mit unserem Yoki-Doki-Stand. Ich muss vorne aus dem Hick steht, vorne steht ein Wett, ein Standl hier mit Frozen Joghurt. Yoki-Doki. Ja, cool. Ein Container, der ein war Container, dann der Platz. Das hat sich am Campingplatz herumgesprochen, wie es Lauffeuer, dass da Frozen-Joghurt am Weg zur Gondel gibt. Ich muss sagen, schon sehr mutig, gell? In der Corona-Zeit, dann noch, wo eigentlich die ganze Branche komplett im Umbruch ist, wo wir so viele gute Leute verloren haben aus der Gastronomie. Gell? Das ist dann schon einmal mutig, da durchstarten. Aber wann, jetzt kann ich euch alle drei fragen, aber wann bist du am kreativsten? Bist du am kreativsten, wenn du voll ausgelastet bist, wenn du jeden Tag den totalen Stress hast, oder bist vielleicht auch da manchmal kreativ, wenn du sagst, jetzt muss ich mir was überlegen, weil jetzt ist gerade alles zugesperrt, jetzt geht es mir mal nicht gut, bla bla bla. Also bei mir ist immer so, ich denke mir immer, wenn es so nach unten geht, dann fange ich sprudeln an plötzlich. Ja, weil dann denke ich mir so, jetzt muss ich was ändern, weil, und dann gibt es natürlich Leute, die dann jammern und sagen, Gottes Willen, es ist eh alles so scheiße. Oder du fängst genau zu dem Zeitpunkt an, kreativ zu werden. Ja. Und so wie ich es zwar, Mädels, natürlich, wenn ich so sagen darf, darf ich Mädels sagen, weil sie sind sehr jung gegenüber uns, wie viel Energie das ihr habt, ja, das ist ja genial, wenn du sowas plötzlich nach Lofer einsetzt, ja, weil da fängt es ja automatisch zum Brodeln an da drinnen, wenn dann zwar solche Damen da sind mit und wenn es nur blöde Pommes sind, was du nach außen gibst, nicht? Aber das musst du auch erst mal verkaufen und das auch noch in den Style aufbringen. Ja. Pommes sind nicht gleich Pommes. Ja, so schaut es aus. Ja, und vor allem, es war genau mit dem gleichen Hintergedanken, wie wir das oben bei Gertrud gemacht haben. Wir wollten allen, und ich meine, unsere Lage an der Lofer Marktstraße ist ja genial, jeder kommt da am Tag vorbei, die meisten sogar mehrmals, einfach zeigen, hier rührt sich wieder was. Mhm. Wir haben so riesen Plakate gemacht, we are getting ready for winter. Wir wollten im Winter eröffnen. Und wenn es geregnet hat, saßen wir eh drinnen und haben alles an Computerarbeit erledigt. Du brauchst, weißt du ja eh, brauchen Logo, Homepage, Reservierungssystem. Und wenn aber schönes Wetter war, haben wir diese 1A-Lage unserer Terrasse ausgenutzt und haben da draußen serviert. Und Musik. Einfach, ja, Storner Pizza haben wir veranstaltet, alle zwei Wochen mit DJ. Einfach, dass sie jeder mitkriegt, da passiert jetzt das wieder Produkt. Was. Mhm. Ja, und dann war ja aber... Dann waren wir auch fertig, wir haben ja viel umgebaut und alles wunderschön. Das ist wirklich ein cooler Laden geworden. Wir lieben es echt bis heute. Aber der Lockdown kam dann in den Winter. Und dann kam ja wieder der Lockdown. Und dann denke ich mir auch im Nachhinein, Wahnsinn, was wir uns da alles ausgedacht haben. Wir haben Storner Catwalk, wir haben eine Modenschau im ganzen Haus veranstaltet mit einem Modegeschäft aus Düsseldorf, die ja im gleichen Boot saß, die ja keine Kundschaft mehr hatte und die ihre Ware online verkaufen musste. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch Win-Win. Man sieht die schönen Hotelzimmer und man sieht ihre Mode. Mhm. Und wir waren die Models. Wir haben einen Marktplatz der Ideen gemacht, einen Social-Media-Workshop für alle Lofer Unternehmen, weil für Workshops durfte man sich ja treffen. Mhm. Street-Food war ja auch erlaubt. Wir haben Street-Food-Sunday immer gemacht. Vorne den Container wieder geöffnet und Street Food verkauft. Das muss man kreativ sein. Ja. Ja, also es ist kein. Aber das war mein Killer. Der Street Food Sunday, muss ich mich heute noch entschuldigen, Lisa, dass ich das nicht. Da habe ich zu wenig Rückgrat gehabt für das. Die Lisa immer, wir verkaufen nicht
dass die Leute da hinsitzen. 50 Meter vom Haus Abstand, wir halten uns bitte an die Regeln. Und dann habe ich schon hinten über die Sauna die Bier ausgetragen. Ich habe gesagt, ich kann jetzt das Bier, das Kühlhaus ist bumm voll mit Zeug und der will jetzt ein Bier, ich habe es da. Und dann habe ich immer gesagt, sitz den Kummi ums Eck und dann da hinten hinter dir streichen. Nicht um ums Eck, die ganze Terrasse saß. Ja, es ist noch ein bisschen eskaliert. Ich habe mal bei Silvester gehabt, da haben wir ein bisschen zu intensiv gefeiert. Wir durften so halb Silvester feiern. Ja, nein, genau. Sie haben, also das war ja, also diese Zeit war für uns alle schwierig und für euch dann nochmal, weil ihr habt ja ein neues Unternehmen gegründet und ihr seid wahrscheinlich aus diesen ganzen Hilfszahlungen eigentlich gar nicht drinnen gewesen. Ja, unsere, die Hilfen waren halt Yokidoki und Pommes verkauft. Ja, genau, ja, also deswegen für euch war es ja dann nochmal schwieriger. Okay, gell? Ja. Und das, wir haben dann in diesem Fall gehabt, jetzt ist der Winter, die Gäste wollten umschmitten, wenn sie einen kleinen Hotelpension wollten sie anreisen, die Gäste, und dann fahren wir, ja, jetzt müssen sie alle dreimal geimpft werden. Dann haben sie Holländer, die was trotzdem kommen wollten, die sind dann über Deutschland eingereist, zum dritten Mal impfen, weil da die Impfung schneller gegangen ist. Jedenfalls war das da über Weihnachten, Silvester. Und dann haben sie uns gesagt, okay, sie dürfen schon Silvester, aber Zähne, Restaurant zu, ja, ja, und dann im Zimmer weiter feiern. Sag ich, ja, super, sie sind alle dreimal geimpft und dann soll es das um eine Zähne heimschicken. Ja, und wir haben uns eher an alles gehalten. Ich meine, ich habe ja viel verstanden, aber da war dann leider der Punkt, wo wir sagen, nein, das verstehe ich nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, passt, wir machen jetzt unser Silvestermenü und dann nehmen wir unsere 45 Gäste und unsere einheimischen Freunde und außen auf die Terrasse und da kriegen sie alle Flaschen und daraus kann jeder auf seinen eigenen Tisch feiern. Und so war die Theorie. Da bleibt jeder auf seinem Tisch genau, und wir machen ganz, genau, wir machen ganz gemütlich ein bisschen Hintergrundmusik und da wird schon nichts passieren. Und dann um 12 Uhr ist die ganze Sache ein bisschen entgleitet. Ja, und ich war einer von diesen Gästen, der da dabei war. Und dann habe ich zum Rudi irgendwann gesagt, Rudi, passt das jetzt eigentlich noch alles? Ist jetzt gesetzlich. Dann hat der Rudi gesagt, jetzt sind wir gerade ein bisschen im Graubereich. Ja, die haben Raketen nicht nur gekauft, das habe ich auch nicht gewusst, das hat ja geschämt rundum, und um jeder ist sich in meinen Hals gefallen. Ja, aber so hat halt jeder seine Geschichten zu dieser Corona-Zeit. Ja, das war ja dann aber der Winter drauf. Also der erste Winter war ja gar kein harter Lockdown. Und dann der Winter danach, das kann ich mich auch daran erinnern, ich meine, das war dann ja unser erster Winter, in dem wir Geld verdienen wollten, und dann kam diese neue Regelung, dass die Holländer ihre dritte Impfung gebraucht haben. Und dann war ein Tag, da haben alle angerufen, um ihre Reservierung zu stornieren. Ich hätte heulen können. Mhm. Die wollen ja dann auch ihre Anzahlung zurück und alles. Mhm. Und ich habe mich um Kopf und Kragen geredet. Ich habe die alle motiviert zu kommen. Also das ist... aber ihr wollt es doch bestimmt raus. Jetzt wart ihr doch letztes Jahr nicht. Und am Skigebiet und es wird ja nichts los sein. Und ihr braucht doch nur diese dritte Impfung. Und die werden wir doch jetzt irgendwie organisiert kriegen. Und dann habe ich mir aber auch gedacht... In allen anderen Hotelbetrieben, wo da eine Rezeptionistin sitzt, die nicht diesen finanziellen Druck verspürt wie ich, die den Laden jetzt leitet, die sagt, okay, wir stornieren und überweisen morgen die Anzahlung zurück, tschüss, Vorgang erledigt. Mhm. Aber das wollte ich einfach nicht. Mhm. Und die sind dann alle gekommen und dann war ja auch Silvester mit 22 Uhr. Wir haben ja 1606 erbautes Haus, das heißt zwischen den Zimmern, der Flur ist ja riesig, da stehen so viele Lounge-Möbel. Wir haben um 22 Uhr alle ins Zimmer und jeder hat seine Tür offen gelassen. Und wir sind immer wieder mit dem Wagen, Schnapswagen, Eiswagen, Cocktailwagen. Man wird schon kreativ. Ja, genau. Okay, jetzt wie lange, ein bisschen weiter müssen wir da, aber sie reden wir halt wirklich 3 Stunden und das geht nicht. Wie lange habt ihr jetzt den Steinerwirt gemacht? Wir machen immer noch. Naja, jetzt macht es noch, aber okay, wir haben ja... Wie lange macht sie bis jetzt den Steinerwirt? Seit 2020. So. Und Dezember 2020 wollten wir eröffnen und dann war ja wieder Lockdown. Das heißt, wir haben am 19. Mai 2021 eröffnet. So, und jetzt haben wir Sommer, zum Herbst 2024. Es ist jetzt Ende Oktober. Der Laden läuft. Es ist mittlerweile ein ganz normaler Hotelbetrieb. Es gibt nicht nur Pommes, sondern eine großartige Küche mit einem sensationellen Küchenchef. Sensationelles Frühstück übrigens, kann ich auch berichten. Habe ich selber Frühstück schon genossen. Frühstück läuft. Um die Jahreszeit haben wir ganz viele Firmengruppen. Aktuell eine große Firma im Haus, die schon zum vierten Mal da sind. Super. Full-Remote-Firmen, die sich für ihr Offsite-Retreat bei uns treffen. Wir haben 15 Mitarbeiter, wir können die Gehälter problemlos zahlen. Wir haben es geschafft. Wir haben es ganz oft schon geklappt, aber jetzt haben wir die Kurve wirklich gekriegt. So, und dadurch, dass es nicht fad wird, habt ihr euch gedacht, jetzt trennt euch. Oh
Gott, wenn du das jetzt so sagst, klingt das so hart. Ja, ja. Was ist jetzt die Situation? Ist er da dann im... Der Loferlauer. Der ist eigentlich das... Problem. Du hast einen kennengelernt, an Michael. Also die Situation ist die, dass da in der... Hat es ja einmal so eine Silvesterparty gegeben, in der wir... wo ich dann meinen Loferlauer kennengelernt habe und der bei mir eingezogen ist und einfach nicht mehr ausgezogen ist. Und den habe ich heute noch. Also der wohnt heute noch bei mir. Und der kommt aus der Baubranche eigentlich und war sein Leben lang Maurer und Bauleiter zum Schluss. Und einen hat er leider mitgerufen. Und ich habe ihn dann irgendwie so ein bisschen motiviert. Den Schuh muss ich mir einfach leider umziehen, dass er einmal einen Sommer lang aufs Ingolstädter Haus aufgeht. Unter der Führung von Rudi und Resi Senninger. Da war ich damals im Lockdown einmal oben am Ingolstädter Haus und ich habe mir gedacht, ich bin im Paradies. Mhm. Im Februar sind wir da mit den Tourenski aufgegangen und sie haben mir dann schon anklingen lassen, dass sie den Sommer noch dann und das noch lassen. Und dann habe ich mir gedacht, wie geil ist das bitte? Und dann habe ich das daheim an mich erzählt und dann auf einmal hat er gesagt, ja, was, der tut das jetzt. Dann hat er seinen Job gekündigt von heute auf morgen, nach 12 Jahren, und ist im Sommer aufs Ingolstädter Haus und war so ein bisschen der Zauberlehrling vom Rudi. Und dann bewirbst du ja da beim DRV offiziell. Also ist ja Deutscher Alpenverein ist, genau. Deutscher Alpenverein, ganz hochoffiziell. Und nachher und sagt er mich, ja, bitte schreib mir jetzt diese Bewerbung als Hüttenwirt. Sag ich, was, mach mal. Und dann hat er tatsächlich da den Zuschlag gekriegt. Natürlich war er ein bisschen in der Pole Position, weil er den Sommer da schon war und sich ein bisschen eingelernt hat und schon gewusst hat, wie die Hütten funktioniert. Und nachher haben wir gesagt, ja, passt. Und dann hat er ja, also Kochen war ja auch nicht so sein Thema. Und also er hat halt die technischen Dinge alles kennen. Dann ist er im Winter dann zum Rudi und hat Gott sei Dank beim Bernie in der Küche die ganzen Hütten gerichtet, die er im Sommer auf der Hütte gebracht hat, im Winter im Neuwirt kochen dürfen. Und dazwischen war er beim Bau noch. Das hat er aber nicht so ganz loslassen. Und nachher ist jetzt dann mittlerweile schon der, keine Ahnung, dritte Ingolstädter Haussommer. Und für mich war das natürlich immer ein bisschen ein Dings, weil ich halt in jeder freien Sekunde, die ich nicht im Steinerwirt gewesen bin, aufs Ingolstädter Haus aufgesprungen bin, weil ich mich da schon ein bisschen verantwortlich gefühlt habe und ich einem da auch helfen würde und irgendwie das halt einfach auch meine Leidenschaft gewesen ist, dass ich da an meinem freien Tag da oben noch Hüttenwirtin spiele, so ein bisschen. Ja, und vor allem hättest du ihn ja sonst auch nie gesehen. Ja, ich hätte ihn halt einfach nie gesehen. Ich meine, das war ja dann einfach mitgekauft. Dann hat die Lisa immer den Dienstplan so geschrieben, dass ich Sonntag nach dem Frühstück weg. Dann bin ich halt mit meinem Suzuki Jimny reingesetzt, bin aufgeradelt, war Montag oben die Hüttenwirtin, damit der auch mal ein bisschen schlafen kann. Und am Dienstag bin ich mit dem Müll wieder angeplattelt und pünktlich um 12 Uhr zum Marktleben bin ich wieder auf der Matte gestanden im Steinerwirt. Fuß auf oder bist mit der Nein, tatsächlich zu Fuß ab und zu, wenn es richtig brennt hat, darf man nicht in der Öffentlichkeit sagen, wie man in dieses Scheißkissen reingesitzt, aber meistens bin ich zu Fuß gegangen, weil die eine Stunde, wo ich mit keinem drin haben müssen, habe ich sehr genossen. Und aber ich habe ja immer eine Lieferung dabei gehabt, ja, also meistens war es sehr viel mit irgendeinem Camping. Aber da wärst du fit, wenn du das so oft machst. Also das geht am Ende des Sommers, schaffst du es noch in 40 Minuten. Von wo weg? Ja, von der Materialzellbau. Und nachher war halt natürlich, stehst dann irgendwann, haben wir das halt genannt, hat der mich im Winter, war immer am Bau. Jetzt haben wir letzten Winter noch ein Apartments gebaut. Und ja, dann ist das halt auch so dahin gewachsen. Also mein privates Leben ist neben meinem Steinerwirtinnen-Job einfach so mitgewachsen. Und dann, ich meine, wir haben uns halt da auch nicht überlegt, wie passiert das noch mit der Vermietung, was ja ich tue, oder einfach auch so ein, irgendwie denke ich mir noch, weil ich höre, das geht schon irgendwie, weiß ich nicht mehr, was so ein bisschen Apartment vermieten wird schon funktionieren. Da bin ich natürlich auch ein paar Mal an meine Grenzen gestoßen jetzt im letzten Jahr, aber es, Gott sei Dank hat mir die Lisa dann auch nicht, weil irgendwie hat sie mich auch wieder aufgefangen und dann ist das letztes Jahr meinem Papa passiert. Und dann haben wir so gemerkt, okay, jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir uns da gemeinsam, da haben sie dann so die Positionen verschoben. Gell? Der Michi so in die, hat gemerkt, okay, passt jetzt. Ist er wo? Tue ich dich kurz unterbrechen, aus einem bestimmten Grund, den du weißt.
Das ist ein ganz einschneidendes Erlebnis jetzt in deiner Familie mit dem Papa, was da passiert ist. Und weil er auch so ein besonderer Mensch war, gell, der in Biersendorf drum, in Wolfen in Biersendorf drum so einen hohen Stellenwert hat. Und jetzt hat er mit Michael auch noch einen ganz speziellen Schwiegersohn hat er gehabt, den er so gern mengt hat. Den Schwiegersohn seiner Träume, den Schwiegersohn seiner Träume. Kapellmeister und Baukummer und hütten wird dieser und muss ich spülen. Ein Witz noch mal, also er hätte, wenn er sich, er hat sich schon bestellt, auch den genau. So, und jetzt hast du, gell, jetzt hast du ja. den Michael. Und jetzt macht sie da gemeinsam, habt ihr jetzt vielleicht auch wieder nicht ohne großen Plan, kommt jetzt was auf euch zu? Ja, wir haben dann, waren wir beim Seppo und haben den Jahresabschluss vom Ingolstädter Haus angeschaut. Und dann hat uns der Seppo irgendwann auf einmal gesagt, was ist oft jetzt mit Ing 2, gell? Ist das jetzt in kein, habt ihr jetzt eigentlich schon mal überlegt, wie es weitergeht? Ich meine, dass die Julia einen super Job macht mit der Lisa im Steinerwirt, ist mir klar, und dass du einen super Job machst am Ingolstädter Haus, aber das kann ja auch keine Zukunft sein, gell? Irgendwann wird es wahrscheinlich eine Familie und irgendwann das ständige da auf 100 Hochzeiten tanzen und der Mich im Winter jede freie Minute irgendwo was betonieren, das irgendwie, hab ich schon mal überlegt, was für ihn passen könnte. Und tatsächlich haben wir echt uns noch ein bisschen damit beschäftigt. Wir sind auch nicht so gut gegangen und dann haben wir gedacht, ja, keine Ahnung, was das einmal sein könnte, was er jetzt für uns will. Gell? Was diese Steuerberater für einen Einfluss auf unser Leben haben. Sinnlos. Und nachher hat der Seppo zu uns gesagt, ja, da war ein Schieten auf der Loferer Alm und die war zum Übernehmen. Nein, ich sag, du bist ja ein Witzkeks. Was meinst du, dass der Maurer und die lustige Wirtin aus dem Tal sich so Schieten kaufen können? Was soll das jetzt wieder für Schnapsidee sein? Nein, hat er gesagt, nein, er glaubt schon, dass es gegangen ist. Aber das ist jetzt nicht das Gertrud? Nein. Also hat es mir gerade gedacht. Und dann habe ich gesagt, nein, weil mit Gertrud haben wir abgeschlossen. Und da hätte ich auch irgendwie von der Größe her, das ist auch viel zu groß, das hätte mal irgendwie nicht so Dings. Ja, und dann hat er gesagt, ja, nein, er ruft jetzt einmal die Besitzerin an und dann tritt er mit ihr. Und nachher, wenn wir uns das vorstellen können, dann macht er da einen Termin aus. Und dann haben wir gesagt, ja, dann ruft sie halt einmal an, was soll denn passieren? Und dann ist die gleich komplett aus dem Häusl gewesen. Dann haben wir jetzt da gleich einmal getroffen. Und nachher hat sie gesagt, was sie dafür haben will. Und dann haben wir gesagt, ja, das geht sich hinter vorne nicht aus. Wir müssen schauen, dass wir uns da treffen. Mehr sind wir uns sicher, dass wir von keiner Bank der Welt kriegen mit dem, was wir jetzt haben. Und dann habe ich mir einen ganzen Winter überlegt, für was wir jetzt das scheiß Apartmenthaus da gebaut haben. Dann habe ich schon gewusst, weil das ist natürlich für die Bank noch eine gute Rücklage gewesen. Und dann ist es so ein bisschen gegangen, nachher haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht und dann irgendwie waren an Ostern, dann habe ich mal da die Lisa eingeweiht und dann hat die saß der Schock erst einmal tief. Wie war's? Naja, das Witzige ist ja, dass ich mit der Julia vorher so oft darüber gesprochen habe, dass das Skifahrer-Mittagsbusiness für mich einfach das Albtraum Business in der Gastronomie schlechthin ist. Und dass ich so froh bin über meinen Steinerwirt, wo niemand mit den Skischuhen reinwetzt, mit Skihelmen und Handschuhen und schnell, schnell und wieder raus. Und wenn bei uns auf der Terrasse der Schnee mal liegt, ist auch wurscht, weil du den da oben so schnell wie möglich wieder runterkriegen musst. Und heilefroh, wenn die morgens am Frühstück mit ihren Skischuhen weg sind und erst am Abend wieder top gestylt schön im Restaurant sitzen. Und dann sagt die Julia, na, wir kaufen jetzt einen schönen Blick. Und zu mir ist die Luft stehen geblieben. Aber ich verstehe es natürlich auch voll und ganz, weil wenn ihr jetzt da oben seid auf der Baustelle, die Aussicht am Berg, das Leben am Berg, das kannst du halt einfach mit dem Wahnsinn unten im Tal nicht vergleichen. Auch wenn es mit logistischen Herausforderungen kombiniert ist, ist halt das, was dir dieses Leben am Berg gibt, mit nichts anderem zu vergleichen. Und dass du das liebst, schon bei Gertrud geliebt hast und dich das eigentlich der Grund war, der dich nach Lofer gelockt hat, ist das eigentlich end of the story, dass du jetzt da oben am Berg wieder gelandet bist. Und genau in dem Moment, ich habe mir jetzt auch oft gedacht, oh Gott, wie kann denn die Julia jetzt gehen, nachdem wir die ganze schlimme Zeit
dieses Zittern und immer jeden Monat die finanzielle Angst, ob wir es schaffen oder nicht, das ist jetzt alles überwunden, der Laden läuft. Wir haben auch schon für nächstes Jahr hervorragende Vorausbuchungen. Wir haben endlich eine Mannschaft, die top dasteht. Jetzt zu gehen, wie ärgerlich ist es? Auf der anderen Seite sagt die Julia, jetzt kann sie beruhigt gehen. Mhm. Also es ist einfach, unser Team ist so toll, dass die, natürlich kann man die Julia nicht ersetzen und die Steiner-Wirtinnen wird es jetzt so einfach nicht mehr geben. Das ist unfassbar schade, aber in unserem Leben ist es immer wieder weitergegangen und das gehört zu uns allen immer dazu. Und es kommt jetzt ein neues Kapitel und mit welcher Leidenschaft sich unser Team gerade auf Julias Aufgaben stürzt und die sich aufteilen und daran wachsen, ist eine Freude zu sehen. Und wir haben viele Ideen, die wir jetzt im Steinerwirt verändern wollen. Unser Küchenchef, der Daniel, hat die Firmenanteile von der Julia übernommen. Wir werden dem Restaurant einen eigenen Namen geben. Wir haben da tolle Ideen. Also es wird da ganz viel Neues im Steinerwirt passieren. Und die Julia kann sich oben am Berg austoben. Und das ist das Geniale eigentlich im Tourismus, in der Gastronomie, in der Hotellerie. Kreativität, sind keine Grenzen gesetzt, immer was Neues. Ich denke, wenn man so viele Leute sagen, das ist eh schon alles immer erfunden gewesen. Nix. Es wird immer was Neues geben. Es wird immer neue Herausforderungen, immer neue Situationen geben. Ich weiß auch noch nicht, ob das jetzt das euer Lebensende ist, wo ihr jetzt, was ihr macht, bis ihr euer Lebensende macht. Da können noch, weiß ich was, 100 Sachen passieren. In einem Jahr kann so viel passieren. Ja. Alles. Ja. Hier zum D-Zeit vor einem Jahr hätte man das auch nicht gedacht. Ja, ja. Wie für mich selber mal den Spruch geprägt, ich sage, ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren bin. Es kann sein, dass ich in Zell am See bin. Es kann sein, dass ich in Buenos Aires bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das ist eigentlich das Geile im Leben. Ja. Da kommen unsere Service-Chickers her aus Buenos Aires. Ja, von Buenos Aires nach Lofa. Was bei euch jetzt im Service-Team? Ja, die Agustina. Da fahren wir oben. Nein, das ist jetzt, wird jetzt sowieso, jetzt werden wir dann langsam leider zum Schluss kommen müssen. Also das ist sowieso versprochen, wir werden euch beide besuchen. Also gell? Fix. Halt mal und das ist ja der Tagesausflug. Ich bin auch vor einem Jahr eigentlich, also ich habe mir 2017 mit meiner damaligen Lebensgefährtin das kleine Hotel und die Pension gekauft. Und da haben wir 8 Jahre eigentlich miteinander richtig gut zusammengearbeitet. Und auf einen anderen Tag ist dann leider passiert und haben wir uns auch getrennt. Oder, und dann bist du da gestanden und habe gerade Haus gebaut. Hotel, also das bauen wir jetzt noch um und dann bist du dann da. Dann habe ich mir 5 Wochen Auszeit gebracht und dann hat sich aber auch wieder alles erledigt. Jetzt habe ich ein Restaurant am schönsten Platz überhaupt da im Pinzgau am See, eine schöne Skihütte. Und es verändert sich immer wieder, man muss nur positiv bleiben. Es ist oft nicht immer ganz einfach. Ja. Hinfallen, gerade richtig. Aber trotzdem, ja, und wieder aufstehen und Gas geben. Und genau so ist es. Und Gott, so wie ich euch habe kennenlernen dürfen, ich habe auch das Feuer und die Leidenschaft für die Gastronomie und es ist total erfrischend und schön, dass es nicht nur so Computer-Nerds gibt für den Stefan. Ja. Aber positiv, die brauchen wir auch ganz Stefan dringend. Ja. Mir eh, Gott sei Dank. Die Computer-Nerds brauchen wir auch ganz dringend. Und damit sagt immer, da müsste Google... Ich bin ein bisschen ein untypischer Computer-Nerd. Na, Gott sei Dank, ja. Ja. Ja, liebe Mädels, jetzt haben wir ganz spannenden. Das war das erste Mal, dass die anderen mehr geredet haben. Nein, die anderen reden schon immer mehr, aber jetzt haben wir eine komplett Pause gehabt. Entschuldigung, aber wir haben euch vorgewarnt. Ja. Noch nie hat uns freiwillig jemand eingeladen, dass wir reden sollen. Sonst sind wir froh, wenn wir die Klappe halten. Nein, das darf sich auch nicht die Klappe halten. Ihr müsst den Mund aufmachen. Das war super, ja. Ihr müsst Gas geben mit allem, was ihr da jetzt in Zukunft geplant habt. Im Steinerwirt, jetzt eine Steinerwirtin allein, ja, im Duo war es genial. Alleine wird es mit komplett einem neuen Konzept, oder nicht komplett, sondern mit neuen Ideen und frischen Ideen weitergehen. Bei euch am Berg drum, Schönblick heißt es. Berggasthof Schönblick. Berggasthof Schönblick. Und es ist ja nicht, wir erweitern einfach nur unseren Vibe. Ja, jetzt gibt es nicht nur im Tal, sondern auch am Berg. Genau. Schön. Und zusammenarbeiten geht auch natürlich, sehr logischerweise, ja, das ist ja so. Ja, passt. Liebe Julia, liebe Lisa, vielen Dank. Das war danke, dass ihr uns geduldet habt. Das war sehr schön. Das war, glaube ich, ein gelungenes Finale. Ja. Wir gehen jetzt in die Winterpause hinein. Ihr wart unser Highlight zum Schluss, dass möglichst viele Leute sich euch anhören. Das wünschen wir uns natürlich. Möglichst viel auch die anderen neuen Gäste, die wir davor gehabt haben, die so unterschiedlich waren. Von einem, weiß nicht was, Patrick Schwarz bis einer Sonja Ottenbach, alle Varianten, was wir dabei haben. Ich habe jetzt nochmal hinten auch einen richtigen Pflug reingehauen. Sehr coole Gäste. Danke. Gästinnen, die wir heute mal da haben dürfen. Ja.
Dankeschön für die Einladung. Wir haben aber jetzt noch eine einzige Geschichte. Was ist denn euer Pinzgauer Lieblingswort? Genau, das braucht man noch. Ja. Ich habe lange überlegt. Sag. Aber mir ist gestern auf die Nacht eingefallen. Gestern erst? Ein Pinzgauer-Wort, mit dem ich mich mehr beschäftigt habe, wie mit den Gästen. Sag. Waps. Waps. Gut, das stimmt. Heierwampen. So, Lisa, und jetzt aus Würzburg. Das Pinzgauer-Wort. Jetzt bin ich von da. Da habe ich auch überlegt, was vielleicht dein Pinzgauer-Wort ist. Na, ich kämpfe schon immer noch mit Pinzgauerisch. Ich verstehe es sehr gut, aber als Deutsche sollte man ja nicht damit anfangen, Pinzgauerisch zu sprechen. Ich habe daran gedacht, welches mein erstes pinzgauerisches Wort war. Das habe ich von der Renate gelernt. Schirch. Und das einzige, die einzige Floskel, die ich auf Pinzgauerisch immer selbst anwende, ist beim Zahlen, ist mit der Karten. Mit der Karten. Bankomat. Auf Deutsch mit der EC-Karte. Bankomat. Ja, gut. Ja, vielen Stefan, Dank. Danke. So, Rudi, wir gehen jetzt in Winterpause. Jawohl, Stefan, aber wir werden uns schöne regelmäßig Pause, sehen. Wir starten jetzt. Ja, jetzt gehen wir noch kurz in die Pause. Und what a view. Was für eine Aussicht hier im Seecamp. Ja. Müsste mein Berg aufgehen, das ist ja gut. Okay. Ja. Stefan, passt. Bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Helft uns bei der Verbreitung, bei der Verteilung, beim Bewerten und. Und wir sehen uns im Frühjahr. Im Frühjahr. Passt. Wir hören uns im Frühjahr. Ja. Passt. So. Pfiat euch. Danke, pfiat euch.